Gestern waren es 3, heute werden es 5 Sachen, die mich motivieren, weiterzumachen. 5 Gründe, warum ich mich weigere, aufzugeben. Ihr seid auch gefragt. Nehmt ein Stück Papier und schreibt eure 5 Gründe auf. 5 Gründe, wo euch stark machen. 5 Gründe, wo euch Kraft geben in schlechten Momenten, wo euch die Richtung zeigen, wenn ihr nichts mehr seht. Wo euch zwingen, weiterzumachen und euch verbietet, aufzugeben. Wenn die schlechten Zeiten kommen, und die werden kommen, denn umso höher ihr aufsteigen wollt, umso größer und schwerer werden die Herausforderungen. Also findet eure 5 Gründe, warum ihr euch weigert aufzugeben. Schaut sie täglich an, 3, 4, 5, 10 Mal am Tag, so viel Mal wie es braucht, um wieder Kraft zu tanken und ihr euch so den Weg nicht mehr aus den Augen verliert. Ihr könnt es auch gerne unter den Kommentaren schreiben. Ich werde es mir anschauen. Ich schreibe heute meine 5 Gründe auf, warum ich mich weigere aufzugeben. Wenn das Leben mich ausnockt, was macht, dass ich wieder aufstehe? Was hält mich im Spiel? Was hält mich am Leben? 5 Gründe, warum ich mich weigere aufzugeben. Punkt 1. Ich will meinen Vater stolz machen. Ich will meine Mutter stolz machen. Punkt 2. Ich will, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben. Punkt 3. Ich will kein Niemand sein. Mein ganzes Leben sagten Menschen zu mir, dass ich ein Niemand bin, dass ich nichts mache. Aber ich mache was. Ich will jemand sein. Ich will jemand von Bedeutung sein. Punkt 4. Ich will Menschen motivieren. Ich will Menschen inspirieren. Punkt 5. Ja. Ja. Wenn der letzte Sandkorn gefallen ist, will ich mit Ja antworten. Zu der Frage, war das alles? Ja, ich habe alles gegeben. Ja, ich habe mich geweigert, aufzugeben. Das waren meine 5 Gründe, warum ich mich weigere, aufzugeben. Findet eure 5 Gründe. 5 Gründe, wo euch stark machen. 5 Gründe, wo ihr euch weigert, aufzugeben. Morgen kommt das nächste Video und die nächsten 5 Sachen, die mich motivieren an die Wand.